Und da sind wir wieder in I have no mouth and I must scream. So, in der letzten Folge hatten wir ja eine Pinzette und ein bisschen gelbes Tuch eingesackt und schauen nochmal ein wenig weiter hier nach rechts. This could go on for centuries. Am has all the time in the world. All the world in the world, as a matter of fact. And we never age. We never die. We just truck around day after month after year, don't we, Am, you son of a bitch? Demented god, you? Ja, sie schimpft Am einen dementen bzw. wahnsinnigen Gott, der alle Zeit und alle Welt in der Welt hat, um sie zu foltern, zu quälen, und sie sterben nie und alles geht immer nur so weiter. Wir sind hier in einem schönen Raum gelandet. Lass uns mal ein bisschen umgucken. I wonder if this stuff is authentic. Ob das Am owns the planet. I wonder if these were buried under the mountains in the Valley of the Kings and Am dug them up from underneath. Ist die große Frage. Wer weiß, vielleicht hat Am hier einen Schaufelbagger und hat all die echten ägyptischen Mumien hier aufgestellt. Wir wissen es nicht. Das Krokodil können wir uns leider nicht angucken. Das ist bestimmt das aus Ankh. Und der ist gelb, den können wir bestimmt nicht angucken. Why does everything have to be so damn yellow? Weil Am das so will. Den auch noch. I wonder if this stuff is authentic. Am owns the planet. Ja, okay. From underneath. Das hat sie schon gesagt. Und wir sind übrigens auch schon ein klein wenig heller geworden, was ihr wahrscheinlich noch nicht erkennen könnt, aber es ist so. Hier geht's auch noch weiter. Was befindet sich hier? This looks like a programming area. Home at last. Da ist sie zu Hause. Das sind drei Monitore. Sollten wir uns merken, dass sie hier sind. Hier fehlt offenbar was, aber wir gehen erstmal wieder hier raus oder hier, na, wo ist jetzt meine Passage da? Und wir gehen auch noch hier rein und dann kümmern wir uns um unser Wasser. Oh no. I remember it was... Oh God, it hurts. It hurts. Yellow. There was a yellow... And it was closed in. I couldn't breathe in the pain. Get me out of here! Also irgend... Another panic attack. I feel so ashamed. Ja, das musst du jetzt nicht, Ellen. Also irgendwas war natürlich mit Gelb und irgendwie war sie eingesperrt. Alles war total eng und es war alles voller Schmerzen. Lasst uns erstmal Wasser holen gehen, weil ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich sie hier ewig rumrennen lasse. Genau, du sollst jetzt auch deinen Drink bekommen. Denn wir haben ja jetzt hier unser schönes gelbes Tuch. Just the right size to use as a blindfold. If I'm gonna die, at least I won't see that sucker coming. Genau, und wenn du stirbst, siehst du dieses fiese Ding da wenigstens nicht kommen. So, sie hat ein gelbes Tuch um und betritt nochmal diesen gelben Raum, wenn wir es dann schaffen, dahin zu gehen und gucken, was da passiert. Sphinx is gone. Don't hear him anywhere. Mutes the hell out of all the yellow, too. Now, where's that big loving cup? Never could have done this if I had to look that bloody beast in the eye. Glad he's off snoozing somewhere. Okay, now that I got the cup... Ja, was machst du wohl mit der Tasse, Ellen? Wir binden uns erstmal wieder das Ding ab, weil ich muss sie ja nicht blind durch die Gegend rennen lassen. Ja, dieses komische Wesen war zwar noch da, aber du hast es nicht gesehen. Und nur so war sie in der Lage, sich den Heiligen Gral zu schnappen. Ist ja gut, Ellen, du bekommst was zu trinken. Komm, tu die Tasse in das Wasser und das klappt. Ich sag's dir. Ich schwör's dir. Ja. Just reaches. Now I can get a drink. Ja. Dann mach, dann schluck runter. Mm, that was great. Best champagne I ever had. I need another. Das ist kein Champagner, Ellen, es ist Wasser. Okay, dann nimm dir noch einen Becher. Just reaches. Now I... Ja, du sagtest es. Und schluck runter. Even better. I'm gonna fill it up and take one for the road. Genau, das machen wir auch noch. Aller guten Dinge sind ja drei. Nicht, dass es uns hier langweilig wird damit. Nein. Ja, das hast du schon gesagt. Und das nehmen wir nur mit, weil so hat sie es uns ja schon verraten.
dann laufen wir hier mal wieder die Treppe runter. Und können uns mal, den gucke ich mir später an, sonst muss ich es doppelt machen. Das ist wirklich blöd gemacht, aber ist so. Hier Schematics I can read. Blueprints I can read. But hieroglyphics? No way, baby. Also sie kann alles Mögliche lesen, aber keine Hieroglyphen. Und das sieht aus wie Anubis hier. Why does everything have to be so... Ach, und das Keypad? This keypad reminds me of the security system we used at Insight Engineering to gain access to the restricted areas. Ja, so wie solche Keypads das an sich haben, dass du nur in bestimmte Bereiche damit kannst, wenn du natürlich den Code kennst. Dann sollten wir den mal benutzen. Vielleicht gelingt es uns, dir was zu öffnen. Oh. Stand clear. Nein. Nicht. Na gut, dann lass uns eine Runde mit Anubis schwatzen. Wer bist denn du? Who are you? I am Anubis, Guardian of the Dead. Sag ich doch, das ist Anubis. Ich habe ja auch Shivers 1 gespielt und dann weiß man sowas natürlich. Und warum du komische Pflaume lässt, du uns den Keypad nicht benutzen? Why won't you let me use the keypad? I must protect this tomb from all who would rob it. Er beschützt das ganze Gemäuer hier vor Grabräubern, aber wir sind gar keine. I am not a grave robber. What purpose could you have here other than to steal something? Ja, der geht auch immer vom Bösen in den Leuten aus, wo er ja nicht so Unrecht hat. Aber wir wollen trotzdem nichts stehlen. Wir müssen nur wissen, wo Ams Original Hirnkomponenten sind. Vielleicht kann er uns ja das verraten. I won't steal anything. I just need to know if you can tell me where Anne's original brain components are. I only guard the souls of the dead. I know nothing of that which does not sing the song of the soul. Er hat keine Ahnung. Er weiß nur über die, die den das Lied der Seele singen, und über andere Dinge weiß er nichts. Jetzt kommt wieder so ein typisch flapsiger Ellen-Spruch und sie wird auch trotzdem immer heller. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Und so kriegst du nie ein Mädel ins Bett, mein lieber Anubis. Und dann kümmere dich mal um dein, oder pass auf dein eigenes langweiliges Selbst auf. Guten Abend und auf Wiedersehen. You'll never get laid with that line of stuff, Anubis. Take care of your own boring self. Bye now. Ja, der muss uns aber weiterhelfen und das können wir bewerkstelligen, indem wir ihn erstmal, nein, nicht flachlegen, sondern außer Gefecht setzen. Und das geht am besten so, weil auch das ist natürlich nur eine Maschine. The water shorted up the statue's circuitry. Genau so ist es. Kleiner Kurzschluss. Wunderbar. Dann sollten wir uns den noch mal etwas näher betrachten. Some other time, Anubis, honey. I'd check out what you'd be wearing under the kilt. But right now, it's those loose wires you got exposed that interest me. Also sie surprise. Ah. All the motherboard connections go to the big, ugly, yellow ROM chip. Tja, sie interessiert sich mehr für die Drähte, als für das, was unter seinem Röckchen ist. Und da hat sie hinter den losen Drähten einen dicken gelben ROM-Chip entdeckt. Und wie wir ja schon wissen, hat sie früher immer die Dinger mit Pinzetten rausgepopelt. Also werden wir das jetzt in diesem Fall auch tun. Come to Mama Ellen, little ROM-Chip. Yeah. Yeah, comes out easy. Must be reprogrammable. Ganz wunderbar. Der muss also wieder programmierbar sein. Und wir haben doch schon den Raum mit den drei Monitoren gesehen. Da gehen wir auf der Stelle hin. Hier haben wir es auch im Inventar. Und wir hatten auch gesehen, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass im ganz linken, in dieser ganz linken Workstation ein blauer Stein fehlte, der bei den anderen beiden drin war. Hier ist nun einer. Was aber passiert, wenn wir versuchen, den so zu nehmen? Schaut mal. Touch it, Ellen. Sure. If I could, I would. So do it. I can't. The statue's too... Yeah, I know, dummy. It's too yellow. And yellow scares the crap out of you. Overcome it. Do it. Sure.
Easy for you to say. Also sie ringt mit sich selbst, weil sie eigentlich den Stein braucht, aber die Statue nicht anfassen will, weil sie so gelb ist. Und aus diesem Grunde binden wir uns nun unser gelbes Tuch um. Und dann können wir logischerweise, wer hätte das gedacht? Wo ist denn jetzt dieser blöde Pixel Hunting? Na, da. Jetzt rennt sie erstmal wieder hin und her. Aha. This sapphire is loose. Ja. Einmal hin und her gemoonwalkt und das Ding genommen. Dann können wir die Binde schon wieder abnehmen. Und nochmal in diesen Raum reinschauen. So. Hier fehlt der Stein. Ich würde sagen, dann benutzen wir den mit dieser Workstation. Absolutely. Glows like a baby doll. Pucker up, little workstation. Dafür müssen wir aber erstmal gucken, was sie macht. Vielleicht verrät uns ein Blick darauf. This workstation has an empty ROM chip socket built into the console. Perfekt. Das heißt, hier können wir unseren Chip reintun. Little yellow ROM chip fits into the socket perfectly. Und benutzen auch natürlich den Computer. Anubis Guardian Version 1.0. Designate new master. Ja, wir sollen einen neuen Master benennen, einen neuen Herrn für Anubis. Und wir können uns wählen oder die Menschheit. Ich habe in meinen 7 oder 8 Durchläufen mit Ellen mal beides probiert. Es geht beides, nur am Ende ist sie dann bei beiden nicht ganz weiß. Insofern ist es egal. Und wir nehmen jetzt einfach uns selbst. I'll designate you a new master, sucker. Me! Burning in new master. ROM chip reprogrammed. Wundervoll. Den müssen wir uns nur noch natürlich wieder zurücknehmen. Haven't lost my touch. Pulled out the ROM chip without bending any of the contacts. Ellen, du bist Spitzenklasse und schon wieder ein bisschen heller geworden. Wir schauen uns auch mal die an hier. This gem's glowing. It must be the workstation. Ja, das ist, das sagt sie immer. Entschuldigung, ich muss benutzen. Horus CD-ROM Access Station. Okay, da brauchen wir eine CD-ROM, die wir noch nicht haben. Und den hier. Toth Database Station. Enter numeric password. So, da müssen wir ein Passwort eingeben, was wir noch nicht kennen. Also wieder raus da. Jo, dann sollten wir Anubis den Chip wieder verpassen. Ach, übrigens, ja, hier lang. Dankeschön. Ich denke immer, das geht da lang, tut's aber nicht. Da geht's nirgendwo hin. Können wir uns auch nochmal unser gelbes Tuch umbinden und nochmal da reingehen? Oh no. I remember it was yellow. Und da sagt sie wieder dasselbe. Oh, another panic attack. I feel so ashamed. Something about that room terrifies me. Even with the blindfold on. Genau. Also da kommt sie nicht durch, selbst mit ihrer Augenbinde um, die wir ihr schleunigst wieder abnehmen, weil hier brauchen wir sie nicht. Und irgendwie ist hier aber noch ein weiterer Gang da hinten. Also wir müssen versuchen, unsere Angst vor Gelb zu überwinden, sonst kommen wir ja nie weiter und sonst können wir nie abschalten. Und das würden wir doch zu gerne tun, oder? Ja, dann stecken wir doch den ROM-Chip wieder in den Anubis rein. Im Bauch, nicht weiter unten. Back where you belong, little ROM-Chip. Und jetzt sollten wir uns auf jeden Fall erst einmal den Sarg angucken. I went to the Tut exhibition, I wasn't scared. So why does this sarcophagus terrify me? Small box, cramped, tiny space, trapped, like being put in a coffin while you're still alive. Also sie sagt, es wird sich da drin anfühlen wie lebendig begraben. Das kann sie natürlich auch schon alles vorher machen, aber so richtig funktionieren tut dann der nächste Trigger nur, wenn Am den umprogrammierten ROM-Chip im Bauch hat, habe ich festgestellt, nachdem ich da mal verzweifelt herumgeirrt bin und nicht weiterkam. Und wir werden auch versuchen, das Ding zu öffnen. It's locked. Ja. Und nun können wir nochmal mit Anubis reden. Ich würde aber sagen, das tun wir in der nächsten Folge, denn darauf gibt es eine längere Sequenz, die ich natürlich an einem Stück aufnehmen möchte.
und es wird dann wirklich gruselig in I have no mouth and I must scream.